Ja, dann würde ich sagen, auf die Plätze, fertig, los. Let the place start. Schon mal für alle zur Info. Als nächstes kommt ein einstöckiges Haus. Wir bauen Miro-Häuser, um in unserem Geschäft erfolgreich zu sein, im Heute, aber auch in der Zukunft. Liebe Koordinator, bitte plant als nächstes auch mal eine bunte Variante aus. Ja, wir versuchen hier mal ein bisschen den Markt zu evaluieren, indem wir mal ein buntes Haus zur Verfügung stellen. Es wäre gut, wenn ihr das als höchste Prio im nächsten Sprint mit einplant. Strategie kommt in die Umsetzung. Ich bin fertig mit dem Aufteilen. Jan, du darfst gerne weiter koordinieren. Liebe Teams, wir haben den Arbeitsauftrag. Ihr könnt gerne euch die Tasks schnappen. Auf Flight Level 2 koordinieren die Teams ihre Arbeit, sodass das richtige Team zur richtigen Zeit an der richtigen Arbeit arbeitet. So, die Aufteilung ist abgeschlossen für unsere großartig. Strategie, für den Strategieladen. Das Satteldach kann sich schon das nächste Ticket schnappen und die Grundplatte auch. Die Bauabnahme ist auch fix. Kerstin, du kannst es gerne ausliefern. Ich wollte nur kurz, ich bin ja auch als anteilig beteiligt an der Firma. Ich gehöre auch zu der Familie. Ja, sie sehen mich nicht so häufig, aber ich wollte sagen, wir hatten noch mal besprochen, dass wir das Portfolio aufgrund der neuen Gesetzeslage verstärken. Und wir müssen tatsächlich unsere Häuser jetzt 30% umweltfreundlicher bauen. Das möchte doch bitte jetzt in der operativen Strategiearbeit auch umgesetzt werden und in der Arbeit, genau, entsprechend in dem Bau. Anja, sollen wir denn den zweistöckigen Kindergarten dann wegschmeißen, wenn jetzt was Neues kommt? Und stattdessen erstmal noch ein normales Haus bauen? Nee. Die Anfrage für den zweistöckigen Kindergarten ist ja schon da. Das lassen wir jetzt mal gut. Und ich glaube, wir schaffen das. Ich bin da guter Dinge, dass wir als nächstes uns um ein einstöckiges Haus in Schwarz mit 20% CO2-Reduktion kümmern können. Das kommt dann als nächstes. Wieso schwarz? Würdest du es anders machen? Oh, Jan, ich bin mit dem einstöckigen. Willst du die noch einfärben? Oder? Achso, nee, die sollen ja alle schwarz sein. Oder soll nur das Dach schwarz sein? Achso, nee, dann hast du vollkommen recht. Los. Alles gut. Ja, ja, vielleicht fragen wir mal nach bei der. Ja. Soll denn das ganze Haus schwarz sein oder nur das Dach? Anja, was war da deine Idee? Ja, das ganze Haus gern mal in Schwarz, ja, Wärmedämmung etc. Mal schauen, wie das funktionieren mag. Ja, dann haben wir alles richtig gemacht. Gigi, ich habe jetzt schon viermal, glaube ich, den Ruf. Alles gut. Danke. Dann mache ich wieder einen weg. Ja. Gut, Team Grundplatte und Team Dach. Es sind Sonderanforderungen diesmal vorhanden. Aber falls ihr Zeit habt, könnt ihr euch gerne schon das nächste Thema schnappen. Alle Komponenten sind fertig, Frank. Wir können mit dem Zusammenbau starten. Und der Swimlane-Wechsel kommt jetzt. Naja, ich sehe es. Komplett schwarz. Ja. Ihr habt den zweistöckigen Kindergarten an den falschen Ort ausgeliefert? Ja. Das ist spannend. Das ist gut, dass ihr da aufpasst. Okay. So, Anja, du kannst mal checken, ob das so passt mit dem Kindergarten. Ja, sieht sehr gut aus. Frank, du kriegst das Dach. Ja, danke schön. Im Flight Levels Modell betrachten wir die drei Ebenen einer Arbeitsorganisation. Flight Level 1 ist die operationale Ebene, die Welt der Teams. Da, wo die echte Arbeit erledigt wird. Auf Flight Level 2 koordinieren diese Teams ihre Arbeit idealerweise Ende zu Ende. Und auf Flight Level 3 geht es um die Strategie, darum auch in Zukunft erfolgreich zu sein. Flight Levels verbindet alle drei Ebenen, indem Arbeit über diese Ebenen fließt und auch Informationen zu. Ich glaube, dass die Limitierung auf zwei Häuser, an denen wir gleichzeitig arbeiten, hilft dabei, die Verwirrung zu vermeiden, die wir vorher hatten, und das Durcheinander, wer denn gerade wo dran arbeitet. Also bei mir auf jeden Fall. Okay. Das CO2
reduzierte Haus komplett schwarz ist zur Abnahme bereit. Cool. Diese Information kann zurück auf Flight Level 3 fließen, auf die Strategieebene, um dort bewertet zu werden, ob tatsächlich der Erfolg eingetreten ist, den man sich erhofft hat. Hat man die Wirkung erreicht, die wir erreichen wollten mit dem CO2-reduzierten Haus? Auf allen Ebenen führen wir 5 Aktivitäten durch. Wir visualisieren erstens die Arbeit, zweitens wir schaffen Fokus, wie hier in unserem Beispiel, durch die Limitierung der parallelen Hausbauaktivitäten. Drittens, wir kommunizieren regelmäßig auf der jeweiligen Ebene als auch über die Ebenen hinweg. Viertens, wir messen unseren Erfolg. Und fünftens, wir verbessern uns. Na, ich mag nur noch mal sagen, meine Beobachtung bei den 2 Schwimmbahnen war, dass das sehr geschmeidig gelaufen ist und dass wir sehr, ich weiß nicht, ob ihr gemessen habt, aber dass wir sehr gute Durchlaufzeit erzielt haben. Und ich glaube, bei der Steigerung auf 3 sind wir dann prozentuell wieder zurückgefallen. Aber wir hatten nur eine Iteration. Auf jeden Fall innerhalb der 3 Minuten. Also, ne, 8 Minuten, das ist kleiner 3. Also massiver Unterschied. Das war Nur persönlich, also ich fand immer motivierend, wenn ich hörte, ich weiß nicht, wie es den anderen ging, was ist fertig und geliefert. Also ich habe gar nicht dann genau gesehen, wo und wie, aber das fand ich immer so cool. Ich habe dazu beigetragen, dass das geliefert ist. Also was man theoretisch eh nicht wissen, aber das durchführt. Genau. Aber immer so ein Motivationsschub. Ich fand jetzt, es gab ja immer mal diese Strategiewechsel, aber wenn man jetzt unten in der operationalen Ebene ist und gearbeitet hat, das wurde irgendwie ganz herrlich abgepuffert durch die Koordination. Also es hat jetzt war dann irgendwie eher nur, ja gut, dann ist es jetzt schwarz, was ich mir da runterziehe. Aber es hat jetzt, finde ich, auf der Arbeitsebene den Druck eigentlich nicht erhöht. Nee, das wollte ich auch sagen, dass es erstaunlich ist, dass man von der dritten Ebene ganz unten neutral berührt wird, beziehungsweise gar nicht. Na gut, dann ziehe ich mir eben eine schwarze Rohbauplatte sozusagen. Ne? Und das hat keinen Stress ausgelöst. Ja, das war cool.